Hallo liebe Space KadettInnen! In dem Video Linux herunterladen und brennen habe ich euch bereits erklärt, wie ihr ein bootfähiges Linux-Installationsmedium erstellen könnt. Heute möchten wir gemeinsam die Linux-Distribution installieren. Alles, was du dazu benötigst, ist ein PC, den du dediziert für Linux verwenden kannst. Dabei kann es sich ruhig um ein etwas älteres Modell handeln, denn unsere Linux-Distribution TuxWiz läuft auch auf 10 Jahre alte Hardware bereits sehr gut. Wichtig ist nur, dass es sich um einen 64-Bit-fähigen Prozessor handelt. Dies sollte ab der Prozessorgeneration Intel Core 2 Duo der Fall sein. Nachdem du deinen Computer also von dem Live-Medium gestartet hast, begrüßt dich bereits der Desktop der Distribution. Alles, was du hier siehst, sieht genauso aus wie nachher auf deinem installierten System. Allerdings liegt TuxWiz im Live-Modus nur in englischer Sprache vor. Dein installiertes System wird natürlich nachher vollständig auf Deutsch verfügbar sein. Wir wählen als erstes einmal das Tastaturlayout aus. Klicke dazu bitte auf das Symbol mit der Flagge in der Taskleiste. Ich habe hier eine schweizerdeutsche Tastatur, es kann aber auch sein, dass du eine deutsche Tastatur hast. Danach verbinde dich bitte mit dem Internet, denn das Installationsprogramm lädt einige Dateien aus dem Netzwerk nach. Ich habe diesen Computer per LAN-Kabel mit dem Router verbunden. Das ist die einfachste Methode. Es kann aber sein, dass du den Computer über WLAN mit dem Netzwerk verbinden musst. Wähle dann den Namen deines WLAN-Netzwerkes aus der Liste aus, klicke auf Verbinden und gebe das Passwort deines WLAN-Netzwerkes ein. Nachdem der Computer mit dem Internet verbunden ist, kannst du das Installationsprogramm starten. Klicke dazu einmal hier unten auf den Knopf Install Debian. Es öffnet sich das beliebte und weit verbreitete Installationsprogramm Calamares. Dieses kommt bei vielen Linux-Distributionen zum Einsatz. Falls du eine andere Distribution ausprobieren möchtest, sieht das Installationsprogramm vielleicht etwas anders aus. Im Grundsatz ähnelt es sich aber immer. Wir wählen als erstes die Sprache aus, klicken auf Weiter. Danach wähle ich die Region aus, in der ich mich befinde. In meinem Fall ist das Europa und Zürich. Ich klicke auf Weiter. Anhand der Region ermittelt das Installationsprogramm bereits automatisch ein vorgeschlagenes Tastaturlayout. Hier unten kannst du das Layout testen. Ich gebe da meistens Umlaute ein, dann sehe ich sofort, ob es funktioniert hat oder nicht. Falls es nicht für dich passt, wähle hier oben in der Liste das passende Layout aus. Danach klicke bitte auf Weiter. Nun kannst du wählen, wie Linux installiert werden soll. Man kann Linux einerseits parallel zu einem bereits vorhandenen Betriebssystem wie Windows installieren. Du kannst eine einzelne Partition ersetzen, die Festplatte vollständig löschen oder eine manuelle Partitionierung durchführen. Beim Partitionieren wird die Festplatte in verschiedene Teile aufgeteilt, auf denen dann Linux installiert werden. Da wir gesagt haben, dass wir diesen PC dediziert für Linux verwenden möchten, sage ich hier Festplatte löschen. Hier unten sehe ich bereits den Vorschlag, wie das System die Festplatte partitionieren möchte. Es wird eine große Partition erstellt, die sogenannte Root-Partition. Dort wird das gesamte Betriebssystem installiert. Darüber hinaus wird noch eine weitere Partition erstellt, hier in diesem Fall eine Swap-Partition. Diese kommt zum Einsatz, wenn einem Computer nicht genügend Hauptspeicher zur Verfügung steht. Dann fängt das System an, Dateien auf die Swap-Partition auszulagern. Dadurch wird der Computer etwas langsamer, es ist aber sichergestellt, dass er sauber weiterläuft. Wenn du magst, kannst du hier noch den Knopf Verschlüsselsystem wählen, um dein System vollständig zu verschlüsseln. Ich wähle hier Weiter. Nun kannst du deinen Namen eingeben. Ich gebe hier mal Tux ein und als Rechnername Linux. Dann kannst du ein Passwort definieren. Das musst du zweimal wiederholen. Die Passwörter müssen übereinstimmen. Danach kannst du noch festlegen, ob du dich automatisch an deinem Computer anmelden möchtest oder ob jedes Mal nach dem Passwort gefragt werden soll. Ich sage jedes Mal hier Nein, weil ich möchte, dass ich beim Booten nach dem Passwort gefragt werde, aber das ist dir überlassen. Klicke dann auf Weiter. Nun siehst du eine Übersicht, also eine Zusammenfassung, wie dein System installiert werden soll. Bisher ist noch keine Veränderung an deinem Computer vorgenommen worden. Erst durch einen Klick auf Installieren wird Linux tatsächlich auf deinem Computer installiert.
Wir machen das jetzt hier und hier unten in dem Bereich siehst du jeweils den Status, der gerade durchgeführt wird. Die Installation selbst kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke mal so 10 bis 15 Minuten, vielleicht auch mal eine halbe Stunde. Lehn dich also zurück, nimm dir einen Kaffee, wenn du Kaffee magst oder etwas anderes und warte ab, bis die Installation abgeschlossen ist. Ist dies der Fall, signalisiert das Programm, dass es nun neu gestartet werden kann. Klicke dort auf Neustarten, entferne das Bootmedium, also den USB-Stick oder das DVD-ROM aus dem DVD-Laufwerk und starte deinen Computer neu. Danach sollte dein PC direkt von dem neu von dir installierten Linux-System booten. Viel Spaß mit deiner eigenen Linux-Installation. Tschüss!